Sehr gut. Noch irgendwo Satch, X, Fiber. Wait. Voll. Super. Ich weiß nicht, wohin mit dem Satch. Ja, schmeiß es raus, wir haben so viel Satch. Wo denn? Und es gibt jetzt so eine Sense, damit kannst du Fiber ernten. Naja, dafür haben wir die den Stego. Damit kannst du Nee, mit auf. dem Stego kannst du nur Beeren ernten, kein Fiber. Stimmt. War ja immer so das Problem. Deswegen war das Fiber ja so wertvoll. Mit dem Fiber habe ich ja immer die ganzen Sättel eingekauft. Da waren irgendwie 300 Fiber für einen Sattel, was ja eigentlich irgendwie ziemlich wenig ist. Aber du musstest das halt mit der Hand tatsächlich einsammeln. Und das hat das halt so nervig gemacht. Ja. Deswegen hat sich jeder und alles in Fiber bezahlen lassen. Mensch, Sammy ist ja schon weit gekommen. Nicht. Ja, schmeiß doch was raus. Ist ja Und nur. X. Oh, und das Tor ist offen geblieben. Nee, ich habe es gerade offen gelassen. Okay. Was wedeln die Palmen bei mir hier gerade wieder rum? Die Disco-Palmen. Ja. Lü-lü-lü-lü. Es geht doch schon was geschmeidig ab hier. Sammy hängt in der Tür. Also in der Wand, besser gesagt. Nee. Jetzt zurücklaufen, aufsitzen. Kollisionsabfrage ist noch nicht so ganz Bombe, ne? Oh, ich kann ihn nicht reiten. Super. Also die Frage, woher kriegt man mit, wann das gute Teil Leer ist. nee, am Futtertrog steht. Kommt er jetzt an den Futtertrog ran oder nicht? Komm, Sammy, du hast es gleich geschafft. Sammy 2, los. Nein. Nein. Hast du den Kompostbin schon platziert oder noch nicht? Was, Kompost? Nee, noch nicht. Ich Ah, siehst verzweifle du, ich gerade. schlepp hier, ich habe hier 10 Kilo an Trauben noch mit mir rumgeschleppt. Was soll denn der Mist? Den ganzen Scheiß kannst du hier auch mal in den Futtertrog dann entladen. Alles, was du so an Beeren hast. Ich habe nur Bären im Dino jetzt. Ja, meine ich ja. Im Ja, Dino-Tod. Sammy 2 kackt vor die Tür, aber komm nicht rein. Ach, meine Fresse. Soll ich ein bisschen was aus dem Dino rausholen, sodass du ihn reinreiten kannst? Könnt ihr auch einfach mal gerade zulaufen. Kriegt er nicht hin. Das ist so schwierig. Was er hier veranstaltet. Ich dreh durch. Ist hier halb durch die Wand gestiegen. Naja, ich sehe es. Ist auch schwierig, ihn wieder hier wegzukriegen, aber ich muss erstmal was zu trinken holen. Immer noch Urschlamm, das kann doch nicht. Sind das vielleicht die ganzen 3 Milliarden Tonnen Bären, die er da in sich rumträgt? Ja,
Zieh die mal raus, die wiegen ja 10 Stück. Jetzt 10 stehe Kilo. ich, am Wasser und es regnet. Das kann doch nicht wahr sein. So, Sammy, jetzt hier, ne? Einfach nur geradezu. Komm. Ist einfach nur geradeaus laufen. Das kriegst du auch hin. Ja, genau so. Den Kurs beibehalten. Dann wird das auch was. Ist ja, geht doch. War das jetzt nicht so schlimm? Super, jetzt hab ich fast das gesamte Holz getragen, ey. So eine Scheiße. Schon wieder vergessen, wie viel Foundations eigentlich und Holz kosten, wenn ich ja, übel Richtig schlimm, ne? Holz das Stück, wenn ich gleich noch mal wieder Holz hacken gehen. Sind auch noch ein Haufen die ganzen. Oh Gott, die ganzen Dinger drin, die ganzen Samen sind hier noch drin und. Oh. Ja, die Samen, die wiegen ja nichts. Ich muss hier mal ein bisschen näher ranreiten. So. Ich hatte ein Level up. Guck mal an. So. Wo hast du jetzt so reingecraftet? Immer noch ein Melee Damage? Nee. Nee. Ich hab noch ein Fortitude reingehauen. Ich habe ein bisschen Oxygen gemacht, weil damit schwimmst du auch wohl schneller. Und du musst am Ende auch Öl vom Meeresboden irgendwie aufsammeln. Ich bin mir nicht so ganz so sicher. Am Ende könnte es sein, dass es irgendwelche Dinos gibt, die dich irgendwie mit Luft versorgen oder sowas. Weiß ich nicht. Und Fortitude habe ich auch jetzt auf 10, aber ich glaube, das werde ich auch noch auf 20 hochsetzen. Weil das macht dich, wenn es heiß ist, dann verlierst du schneller Wasser. Und wenn es kalt ist, dann verlierst du auch irgendwas. Und ich habe vergessen, was. Und das macht dich halt immun dagegen und auch ein bisschen mehr immun gegen Torpor und zum ganzen Spaß. Okay. So. Da, die, da, die, da, da, die, da, die, da, da, die, da, die, da. Ich hätte gerne ein. Dann ist diese Schräge hier. Raptor, Stone Ceiling, Die ganzen Catwalk. Narkotika-Bären sind ja auch noch in dem Dino. Nicht, dass sie die irgendwann mal frisst und dann flach liegt. Oder habe ich das schon? So, jetzt ist die Frage natürlich, wie schnell das Zeug hier drin ist verspoilt, aber ich denke mal nicht so schnell, oder? Ich habe jetzt nicht alles aus dem Ich Dino hoffe nicht. rausgenommen. Ansonsten, ich nehme mal einen Großteil der Bären aus den Dinos raus hier. Ach, hier sind noch 300 Holz drinne. Hey, wo ist denn die Holzschranke? Bin ich doof? Die Metallschranke, Rampe. Gibt auch eine Holzrampe. Ich hätte jetzt gerne eine Suchfunktion hier. Stone Foundation, Wooden Trapdoor, Wooden Catwalk. Leiter. Ah, Wooden Ramp hier. 3 EP. Wooden Ceiling muss ich vorher lernen. Na toll. Thatch Roof muss ich lernen. Setschufer kann ich dir machen. Warte mal, ich. Nee, warte, warte, warte. Nee. Ich brauche es nicht gecraftet, sondern ich brauche es, um den Engram zu lernen. Ich kann mal gucken, ob So. ich für die Wooden Ceiling den Engram habe. Nee, ich habe nur für die Metal Ceiling den Was auch immer noch nicht gefixt wurde, dass man in den Schränken stacken kann.
in den Schränken stacken kannst? Na, Holz zum Beispiel aufeinander stacken. Das geht wohl immer noch nicht. Ach so, ah, das, ja. Nee. So, hier ist noch wieder ordentlich Holz drinne. Haben wir hier noch? Setch ist hier noch drinne. Die Eier im Dino drinne lassen, ja. Okay. Nee, ich lerne jetzt alles. Oder hast du die Wooden Ceiling auch gelernt? Hast du, oder? Du hast die Wooden Ceiling gelernt. Dann, ja, habe ich Engrim Wooden Ceiling. Kann ich dir machen. Nee, warte, warte, warte. Dann lern mal noch die Wooden Ramp. Wenn du von der Wooden Ceiling 3 Zeilen nach unten gehst, dann ist es das zweite von links. Lern das mal noch. Das kostet nur 3 EP. Also sonst muss ich jetzt noch Thatch Ceiling und Wooden Ceiling und. Wooden Ramp, ja. Ja, genau, die 3 EP da. Das ist ja. Und davon brauche ich 3 Stück. Mache ich dir. So, und eine Wooden Ceiling brauche ich auch eine. Was man noch Setch. Fiber brauche ich. Wooden Ceiling baust du ein, hast du gesagt. Genau. Ah, und ich wollte noch so ein Schreiben. Reicht genau für 3 Wooden Rams. Na, so ein Glück. So. Bitteschön. Schön. Selbst an den Dodos kann man nicht vorbeilaufen. Stell mal den Track woanders hin. War hier noch was Wichtiges drinne? Nein. Ich hoffe, die fressen auch wirklich. Hast du noch eine Wooden Ceiling gemacht? Ja. Habe ich die? Ja. Oh, habe nichts gesagt. Ihr könnt ja mal eine Probe aufs Exempel machen und einen Dino mal komplett ausleeren und gucken, ob er dann frisst. Das würde auch gehen. Ich probiere das mal. Nehme jetzt mal alle Beeren weg. Wahrscheinlich einen Augenblick dauern, bis er jetzt hier Hunger kriegt. Brauchst noch 3, aber. Waren noch 4 Rams und 3 Mach ich, mach ich. Foundations, aber die 3 Foundations kann ich mir auch selber machen. Ich habe mich etwas. Kein Holz mehr. Irgendjemand hat meinem Dino den Holz das Holz geklaut. Ups, das war ich. Ich hab's in den Schrank Macht geräumt. nichts. Ja, okay. So. Soll ich nochmal an. Ja, okay, Drei warte mal. Rams, ja. Ich muss das mal. Hier. 4. Mach ich erstmal 3.
Nach und wieder Ist jetzt Holz. alles Holz weg? Nee, sind noch 300. Reicht gerade so. Aber ich habe jetzt auch nur 3 Rems geschafft. Moment, wie viel Holz brauchst du? Ich brauche noch genau 9 Stück. Das habe ich übrig. Moment. Ich nur Matschtexturen hab. Da sind 70. Echt? Ich habe Ja. perfekte Texturen. Hast 70 Holz noch. Ceiling brauchtest du auch noch, oder? Nee. Brauche jetzt nur noch 4 Rams. Dann muss ich mal schauen, wie ich die Dodos hier vernünftig platziert kriege. Dann Spaß. Theoretisch kann man jetzt aber aus unserer Basis von hier raushüpfen. Ich habe überlegt, ob wir hier irgendwie, aber naja gut, vielleicht ist das jetzt noch zu früh, weil wir die Basis noch ausbauen werden. Aber hier so eine Art Stelle hinzubauen, wo wir dann von hier oben runterschießen können auf Dinos, weißt du? Dass wir die Dinos hierher pullen und dass die dann hier direkt vor der Basis da links, da wohnst du. Ja, hops Bewusstlos geben. werden und wir dann tamen können. So als Taming-Station quasi. So. Und den Kompost dann hier unten ran, oder was? Nee, ich habe hier auf der linken Seite habe ich hier schon einen Kompost. So. Theoretisch kann man da aber noch mehr machen. So, und ganz oben die Futterstation drauf, denke ich mal. Entweder oben oder unten drunter. Das weiß ich nicht. Die Frage ist jetzt nur, also, Wie groß ist die Reichweite? ja, ich kann das hier so noch hochstellen, das geht. Ja, stell's mal dann am besten so möglichst direkt an die Kante ran, so weit wie es geht. Aber ich glaube, Hier das an die ist das seitliche Beste. Kante oder hier vorne an die Wall praktisch. Nee, nach vorne. So weit an die Rampe wie möglich. Und in die Mitte. So In die weit an die Mitte Rampe wie die. möglich. Genau. Die mittlere Rampe in die Mitte und so weit an die Rampe wie möglich. Weil die Dodos kommen alle auf die Rampe. Ach so, auf die Rampe. Dachte oben drauf. Nee. Weil die sollen auf der Rampe stehen. Ja, wirst du mir jetzt wohl hinterherlaufen? So, besser geht's nicht. Kann sie noch so drehen, dass sie so ein bisschen in der Luft schwebt. Das Nein! ist, what happened? Ich bin rausgefallen. Der Dodo ist ganz aufgeregt. Soll ich das Ding querstellen? Oder so, dass es vielleicht noch über die. Kannst du jetzt nicht sehen, aber es würde jetzt Nee, so längs. versuch's parallel. Parallel einfach. So. Perfekt. Perfekt. Hier liegt auch schon Scheiße. Pack ich gleich mal den Kompost. So. Ja, habe ich jetzt auch. Hast du es genommen oder ich? Ich hab's genommen. Und wenn die Dodos jetzt kacken, dann landen nämlich hier unten die ganze Kacke und die ganzen Eier. Ich helfe dem aber. Das ist etwas schwierig. Kann man nicht gleich mehrere? Kann man auch, aber ich glaube, das wird zu schwierig. Also, ich mache das einzeln. Ja, toll. Los. R2D2 folgt mir. Echt? Ja. Okay. Wir sollten vielleicht nicht den Griechen nehmen. Ich nehme jetzt Wookie.